Kommen. Wenn wir weitermachen mit Sanktionen, dann schaden wir nur uns selbst. Ein Land wie Russland kann Sanktionen sehr leicht ertragen, leichter jedenfalls als wir. Und wir sind im Augenblick dabei, alle Verbindungen, die wir wirtschaftlicher Art mit Russland über viele, viele Jahre eingerichtet haben, das Vertrauen, das wir aufgebaut haben, zu zerstören und deutsche Arbeitskräfte und deutsche Arbeitsplätze zu gefährden. Dies ist kein Krisenmanagement, das ist eine Bankrotterklärung der Politik. Wenn wir diesen Gedanken nochmal aufnehmen, und das tun wir gerne, steht natürlich trotzdem die Frage im Raum, kann man Putin zu Recht dieses Vertrauen noch entgegenbringen, dass der Westen, das Deutschland ihm über Jahre, Jahrzehnte entgegengebracht hat? Er war über lange Zeit ein anerkannter Partner des Westens. Legendär war und ist sein Auftritt im Deutschen Bundestag 2001. Auch den schauen wir uns noch mal an. Herr Platzek, hat der Westen die ausgestreckte Hand Putins einfach ausgeschlagen und wir erleben jetzt die Reaktion? Wissen Sie, Frau Illner, ich erlebe bei mir selber. Man muss sich auch ab und zu mal so ein bisschen checken und sagen, was ist da mit dir los? Ein Prozess, den hätte ich auch so nicht für möglich gehalten. Ich sehe, wie Frau Kloger, dass gerade seit dem Wiederamtsantritt 2012 es eher eine negative Entwicklung gegeben hat, wo ich auch sauer war, bei aller Russlandliebe. Wenn ich die Gesetze über die nichtstaatlichen Organisationen mir angucke, wenn ich mir die sogenannten traditionellen sexuellen Beziehungen, wie es so schön heißt, angucke und. Aber ich merke jetzt bei mir seit einigen Monaten was anderes. Wir haben, Frau Kloger sieht mir das hoffentlich nach, eine Mainstream-Berichterstattung gehabt in den letzten Monaten in Deutschland, die in mir, ich bin ja geborener DDR-Bürger, 35 Jahre neues Deutschland ertragen müssen. Und die Frage, bist du für den Frieden oder gegen den Frieden? Andere Fragen gab es ja nicht. Ja. Und so etwas Ähnliches habe ich jetzt wieder erlebt in der Frage Russland. Und ich verteidige manchmal Putin, ohne es zu wollen. Ja. Weil ich sage, so schlicht dürfen wir mit den Sachverhalten nicht umgehen. Mhm. Das ist vielschichtiger, das Thema. Da müssen wir tiefer schürfen. Und wenn wir die 2007er Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz ist als Wutrede in die Geschichte von Putin eingegangen. Wenn man sie genau liest und wenn man nicht von vornherein dieser schlichten Auffassung ist, in Moskau wohnt das Böse und in Brüssel und Washington wohnt das Gute, dann merkt man, das ist keine Wutrede, sondern er war enttäuscht. Der Knabe war einfach mit seinen Schwächen und Stärken, die er hat, der war enttäuscht. Er hat Angebote gemacht. Ein gemeinsamer Wirtschafts- und Handlungsraum von Vladivostok bis Lissabon. Denkt doch mal darüber nach. Weggefegt vom Tisch. Er hat Angebote gemacht, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur mit Russland zu entwickeln. Was haben wir geantwortet als Westen? Raketenabwehr schon gegen Russland. Vom Tisch gefegt. Dann war der am Ende sauer. Und wir haben Russen gesagt, die überhaupt keine Putin-Freunde sind. Wir haben uns jahrelang um gute Zensuren im Westen bemüht. Wir wollten gut aussehen, gerade bei den Deutschen. Wir wollten eine Eins kriegen. Wisst ihr was? Inzwischen ist uns eure Zensur egal. Und das halte ich für einen bedenklichen Prozess. Und man ist deshalb kein, wie in der Welt am Sonntag, also ich finde das alles so platt, dass ich mich richtig aufregen könnte, jetzt zu lesen. Wer Russland verstehen will, ist ein Putin-Freund. Wer ein Putin-Freund ist, ist ein Spion. Also wenn wir da angekommen sind, dann gute Nacht Deutschland. Und deshalb sage ich, der Mann hat seine Schwächen. Ich glaube, er ist eher auf dem absteigenden Ast gewesen in den letzten Monaten. Und wir sorgen eher dafür, dass er wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Und das zu analysieren und das verstehen zu wollen, das, finde ich, gehört sich einfach, wenn man eine vernünftige Strategie daraus entwickelt. Und das sollten wir tun. Dann werden wir jetzt schauen, ob das nachsieht, ist also, Frau Kloger, aus dieser ausgestreckten Hand mittlerweile eine geballte Faust geworden, und zwar völlig zu Recht.